Astrocade, the professional video game system that gives you four-player capability, three built-in games, a calculator, and these new cartridges. Creative Crayon. Even the young can make beautiful pictures. The Incredible Wizard has a dungeon of surprises for you. You can even create your own games with Astrocade Basic, the easy computer teaching cartridge. Astrocade, the home entertainment sensation that's a personal computer too. Was macht die Bally Astrocade für Sammler besonders und warum hat es 10 Jahre gedauert, dass ich diese Konsole in meiner Sammlung habe? All das möchte ich euch in diesem Teil des 1500 Abo Specials erklären. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, Konsolen zu sammeln, war es so, dass ich eine ungefähre Vorstellung hatte, wie meine Sammlung auszusehen hat. Nämlich einmal sind da die Atari-Konsolen, die Sega-Konsolen und die Nintendo-Konsolen. Aber auch Konsolen, die mich ein Leben lang begleitet haben, zum Beispiel Pong-Konsolen. Was es noch da draußen gab, habe ich nicht gewusst, bis dass ich mir dieses Buch hier gekauft habe. Spielekonsolen und Heimcomputer von 1972 bis 2015. Ich habe mir dann das Konzept parat gelegt, dass ich sämtliche Konsolen besitzen möchte, die hier in diesem Buch aufgeführt wurden. Und so habe ich dann angefangen, meine Konsolensammlung aufzubauen. Mittlerweile habe ich 156 Konsolen inklusive der Bally Astrocade. Als ich dann zum Thema Bally Astrocade gekommen bin, war es so, dass ich auf keiner der mir bekannten Plattformen irgendwie eine Konsole habe gefunden. Und so hat es dann schlussendlich 10 Jahre gebraucht, dass ich diese Konsole in meiner Sammlung habe. Kommen wir aber nun zu den technischen Daten der Bally Astrocade. Die Bally Astrocade hat einen Zilog Z80 Prozessor, der getaktet ist mit 1,789 MHz. Weiterhin hat die Konsole 4 KB an RAM, der dann später erweiterbar gewesen ist auf 64 KB. ROM waren es 8 KB. Auflösungstechnisch haben wir eine Auflösung von 160x102 bis zu 320x204 Pixel mit 8 Farben. Sprites konnte die Konsole keine darstellen. An Audio hatten wir 3 Stimmen und einen separaten Prozessor für das Rauschen, was zum Beispiel der Apple IIc nicht hatte. Weiterhin gab es eine Mini-Tastatur mit 24 Tasten. Diese wurde auch für Spiele-Overlays verwendet. Später gab es dann noch eine vollständige Tastatur optional. Das Besondere an der Bally Astrocade waren ihre Controller. Man konnte bis zu 4 Stück anschließen. Die Controller hatten eine Pistolenform. Man konnte nicht nur rechts und links drehen, sondern auch den Trigger in alle 4 Himmelsrichtungen bewegen. Kommen wir nun zu der Geschichte der Bally Astrocade. Bally hat im Jahr 1977 die Idee gehabt, dass man die Technologie, die sie verwendet hatten für ihre Pinball-Maschinen und ihre Arcade-Maschinen, auch für eine Heimkonsole zu verwenden und hat dann 1977 mit der Entwicklung der Bally Astrocade angefangen. Problematik daran lag, man wollte ein All-in-One-Gerät haben. Man wollte nicht nur eine Spielekonsole haben, sondern man wollte auch einen Heimcomputer haben. Dieses Konzept der All-in-One-Kiste hat damals nicht funktioniert. Entweder wollte man eine Spielekonsole haben oder aber man wollte einen Heimcomputer haben. Spätere Konsolen wie das Atari XE Gaming System oder aber auch der Amiga CDTV zeigen, dass dieses All-in-One erweiterbare Gedöns nicht funktioniert hat. Interessanterweise war die Bally Astrocade, wo sie dann 1978 angekündigt worden ist, bis zu ihrem Ende 1983 die leistungsfähigste Spielekonsole und für ein halbes Jahr war sie auch der leistungsfähigste Homecomputer und gleichzeitig auch der preiswerteste Homecomputer. Das Konzept der Vermarktung war damals auch ein Problem, warum die Konsole nicht richtig durchgestartet ist. Bally hat die Konsole an kleine Heimcomputer
Läden ausgeliefert und hat die großen Ketten wie Walmart oder auch Sears komplett außen vor gelassen. Als die Konsole dann 1978 auf den Markt geworfen wurde, beziehungsweise man hat es geplant, die Konsole 1978 auf den Markt zu werfen, gab es nicht eine einzige Konsole im Jahr 1978 zu kaufen. Es resultierte somit, dass die Firma Belly 1978 einen Verlust von 10 Millionen Dollar gemacht hat. Auch ist interessant, dass die Konsole insgesamt viermal erschienen ist, unter diversen Namen. 1978 ist die Maschine unter dem Namen Belly Home Library Computer erschienen. Ein Jahr später, 1979, als Belly Professional Arcade. Danach wurde die Konsole, als Belly gemerkt hat, dass man keinerlei Erfolge mit dieser Konsole erzielen konnte, an das neue Startup Astrocade verkauft, und da erschien das System dann einmal unter dem Namen Belly Computer Systems. Die letzte Version der Konsole erschien, als die Firma Astrocade sich umnennen musste in die Firma Astrovision. Die Konsole hieß dann Astrocade The Professional Arcade. Somit gab es eine Konsole unter vier verschiedenen Namen in den Jahren 78 bis schlussendlich 1983. Dasselbe Label-Chaos gab es dann auch auf den Spielen. Es gab insgesamt fünf verschiedene Labels, die man auf den Spielen wiederfinden konnte. Es gab einmal das Prototyp-Label, dann gab es das Belly Videocade zu erkennen, daran, dass es von Original Belly gekommen ist, unten an dem Copyright. Danach gab es nochmal ein anderes designte Logo, nämlich das Belly Corporation 1977. Dann gab es die Astrovision-Geschichte 1981 und dann noch das letzte Label mit dem etwas anderem Design, nämlich als Astrocade. In diesem Teil des Videos möchte ich euch die Spiele der Belly Astrocade ein bisschen näher bringen. Es gab insgesamt 45 verschiedene Spiele. Designtechnisch sahen die Module aus wie Kassetten. Später gab es dann noch weitere 5 Spiele, die auf Kassette rausgekommen sind. Problem hier war schlichtweg und ergreifend, dass die Firma Belly es versäumt hat, interessante Spiele von Third-Party-Publishern auf die Konsole zu bringen. Das Spiel Galaxian oder aber auch Galactic Invasion, das Spiel waren schlichtweg und ergreifend Kopien von den Originalen. Interessant ist auch, dass das bekannteste Spiel von Belly, nämlich das Wizard of War, erstmal auf andere Konsolen erschienen ist, zum Beispiel auf dem Atari 2600 oder aber auf der ColecoVision, und später dann als The Incredible Wizard dann doch noch auf die Belly Astrocade den Weg gefunden hat, nämlich sagenhafte 2 Jahre später. Es gab dann später noch das Modul Basic. Basic war eine Programmiersprache. Man konnte dort dann seine eigenen Programme schreiben, seine eigenen Spiele, und konnte das Ganze dann auf der Datasette abspeichern. Das war's von mir. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auf jeden Fall. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bleibt so, wie ihr seid. Euer Tom.